Meine Damen und Herren, wir haben heute mit Herrn Hanning einen Zeugen im Untersuchungsausschuss, der als BND-Präsident die Kooperationen mit den amerikanischen Diensten, insbesondere die Startphase, im Wesentlichen verantwortet hat. Er wurde von uns zu diesen Anfängen befragt, wie es zu vor allen Dingen der Kooperation in Bad Aibling gekommen ist. Herr Hanning hat uns die wesentlichen Motivationen dargestellt. Es handelt sich zum einen natürlich darum, die technische Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes zu ertüchtigen. Man war damals wohl im Vergleich zu den Amerikanern weit zurück. Das Zweite war, man wollte insbesondere Einrichtungen wie in Bad Aibling, die sowas wie einen extraterritorialen Status zugunsten der Amerikaner genossen haben, man wollte diese Einrichtungen deutschem Recht zuführen. Das ist ein Stück weit auch gelungen. Und schließlich haben wir ihn auch befragt, inwieweit es dann dort Vorgaben von Seiten der Leitung des Bundeskanzleramtes gab. Er hat bestätigt, dass es hier klare Vorgaben gab, nämlich dass Bad Aibling zum einen technisch von den Deutschen in eigener Verantwortung zu führen ist und dass damit auch umfassend deutsches Recht anzuwenden ist. Das Ganze wurde fixiert in einem Memorandum of Agreement. Das ist ein eingestuftes, geheimhaltungsbedürftiges Dokument. Dieses Memorandum allerdings ist, und das ist aus meiner Sicht der Hauptkritikpunkt an die Leitung und an die Führung des Bundesnachrichtendienstes, dieses Memorandum mit seinen Inhalten, die sehr konkret sind, wurde nie so runtergebrochen, dass auch tatsächlich die operativ tätigen Mitarbeiter im Bundesnachrichtendienst wussten, was sie zu tun und was sie zu lassen hatten. Das Ganze ist scheinbar bestenfalls auf Zuruf erfolgt, wenn überhaupt. Und ich stelle mir persönlich auch, nicht zuletzt als Jurist, die Frage, wie man eine so komplexe Materie und einen so komplexen Gegenstand wie diese Kooperation, ich sag mal, einfach auf Zuruf handeln kann, und zwar in einer Weise, dass das Ganze dann auch rechtssicher und rechtskonform abläuft. Also wenn Sie so wollen, sieht die SPD-Fraktion erhebliche Defizite in der Organisationskultur des Bundesnachrichtendienstes. Ich glaube, ohne eine klare Vorschrift, ohne klare Richtlinien für die einzelnen Mitarbeiter, was sie zu tun und zu lassen haben, kann man so etwas nicht tatsächlich operativ durchführen. Beim Bundesnachrichtendienst war das aber scheinbar Alltag. Der BND-Präsident Hanning hat sich in seiner Aussage sogar etwas despektierlich über den Charakter solcher Rechtsvorschriften geäußert. Richtlinien, hat er gesagt, das hat nicht allzu viel Wert. Ich persönlich sehe das anders. Ich glaube, ohne solche klaren Richtlinien kann man ein solches Projekt, kann man überhaupt so sensible Projekte nicht wirklich steuern, geschweige denn von der Hausspitze her kontrollieren. Und die Defizite, die aus einem solchen Organisationsmangel entstehen, die haben wir ja jetzt auch im Untersuchungsausschuss zutage gefördert. Wenn dann eben Selektorenlisten kontrolliert werden, die kritisch sind, die dann aber in einer Unterabteilung unterschlagen werden und noch nicht einmal an die Hausspitze gemeldet werden, geschweige denn an das Bundeskanzleramt, dann schlagen sozusagen diese von Anfang an angelegten organisatorischen Defizite am Ende voll zurück. Und das sind Dinge, die wir auch als Untersuchungsausschuss klar benennen müssen, weil so etwas darf sich in so sensiblen, in so grundrechtssensiblen Bereichen darf sich so etwas nicht wiederholen. Jetzt hat Herr Hanning ja aber eine Unternehmenskultur geschildert, wo er gesagt hat, die war sehr offen, alle konnten auch mit mir über alles sprechen. Haben das dann seine Nachfolger geändert oder finden Sie ihn da nicht glaubhaft? Ja, nochmal, wenn von Anfang an eigentlich die Mitarbeiter, die zum Beispiel Selektoren zu prüfen haben, die darüber zu entscheiden haben, ob ein einzelner kritischer Selektor scharf gestellt wird oder nicht, nicht wirklich wissen, was sie eigentlich zu tun haben. Wenn man sich am Ende auf automatisierte Verfahren ausschließlich verlässt, die dazu führen, dass E-Mail-Adressen, wo eine DE-Endung ist, ausgefiltert werden oder Telefonnummern, wo eine 0049 davor ist, ausgefiltert werden. Aber sobald ein Deutscher beispielsweise mit einer Com-E-Mail-Adresse kommuniziert oder mit einer EU-E-Mail-Adresse kommuniziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder sehr niedrig, dass er ausgefiltert wird. Das sind alles Verfahren, die aus meiner Sicht wenig geeignet sind, den Grundrechtsschutz wirklich nachhaltig sicherzustellen. Und deswegen braucht man hier erstens schon beim Aufsetzen eines solchen Projektes klare Anweisungen. Also ohne, dass ich hier irgendwas verrate, ich glaube, der Text einer solchen Vereinbarung,
wie man auf deutscher Seite mit den Amerikanern geschlossen hat, der ist hinreichend konkret. Und es ist die Aufgabe der Amtsleitung, der jeweils verantwortlichen Amtsleitung, diesen konkreten Text, diesen Wortlaut und diesen Geist einer solchen Vereinbarung dann auch operativ runterzubrechen, sodass jeder, der in diesem Bereich tätig ist, weiß, was er zu tun hat. Ich glaube, das ist der Hauptvorwurf, der im Raum steht. Und dass das nicht ohne Folgen geblieben ist, ich habe es gerade bereits geschildert, zeigt der Fall der Selektorenlisten, die innerhalb des Bundesnachrichtendienstes unter den Teppich gekehrt worden sind. Ich hoffe sehr, dass das der einzige Fall ist und nicht noch weitere Fälle irgendwo schlummern. Vielen Dank.